Ein neutraler Richter. Erzählt mir alles. Habt ihr Andrew Stubble gesehen? Er hat ausgesagt, Mary sei unschuldig, dass sie hier das Opfer sei. Das ist scheiße, wirklich scheiße. Mist! Und was passiert jetzt? Vielleicht habe ich das Falsche gesagt? Vielleicht habe ich das Falsche getan. Wenigstens wissen wir, dass wir was ändern können. Ich habe was Falsches gemacht. Das ist doch gut, oder? Denkst du, er hat recht? Es war, wie er gesagt hat. Mit? Ja, wow. Der Gerichtssaal, oder? Nee. Was zum Teufel? Wir müssen weg! Nicht zu Hause hier! Erkunde die Fabrik. Ja, doch die Fabrik. Ja, warte, hier ist so ein Bild direkt zu Anfang, ja. Mal gucken, wie wir da wieder sehen. Na, guck mal eine an. Was für Klamotten. Das muss ja ewig her sein. In den 70ern lag mein Leben noch vor mir. Ist das unten nicht der Schauspieler in der Mitte? Das ist, glaube ich, der Schauspieler, ne? Und, also Unten rechts die zweite ist er die... Nee, ist er doch nicht. Und ich glaube, das links ist V-Punkt, kann das sein? Das sieht ja, ist auf jeden Fall sehr auffällig, auch so, alle so dreckig und so. Und nur die Leute in der Mitte. Es geht, glaube ich, nur um die Leute in der Mitte. Freddy Fire Gruppenbild. Ja. Vielleicht gibt es einen Ausgang. Im Erdgeschoss. Hier ist noch was zu Hause. Ja, da gucke ich auch mal. Hast du schon geguckt? Ich guck jetzt gerade. Achso. Ich mach das jetzt mal gerade hier, ne? So. In Gedenken an James Clark, 1929 bis 1972, schmerzlich vermisst von vielen Freunden und Kollegen. Okay. So. Der Typ aus der Bar am Anfang war auch dem Bild. Ja, sag ich doch, der V-Punkt. Das ist ja der V-Punkt. Ja. In Memory? Ja, okay. James Clark, JC. Ich habe eine Nachricht für dich. Ja? Warte. Du findest sie hier in dieser Schublade. Hier, wo ich stehe. Oh, oh. Wahrscheinlich ein Clown. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Kommt bestimmt von Herzen. Ah. Ah. Ja, da habe ich aber viel zu tun. Oh, wow. Was ist hier los, ey? So, was ist denn da drin? Oh. Oh, Familienfoto. Familienfoto? Was zum? Oh. Sieh dir das an. Das glaubst du nicht. Sieht voll broken aus. Wir sind auf dem Bild. Wir alle. Na, so ein Zufall. Das ist zu viel. Sowas von zu viel. Erst diese Hexenjäger von Anno dazumal, die aussehen wie wir. Und jetzt haben wir diese gruselige Familie, die auch genauso aussehen wie wir. Ja. Was soll der Scheiß? Aber was heißt das? Sind sie gestorben wie die anderen Doubles? Weiß nicht. Was ist denn da hinten? Wer weiß, was passiert ist. Vielleicht träumen wir ja alle. Ich will das auch noch sehen. Mach's nicht kaputt. Willst du echt ein Andenken? An heute? Hast du es nicht gesehen? An Little Hope? Weiß nicht. Ja, kann aber ich will es haben. Ein Familienfoto einfach auf dem Rasen vorm Haus. Du meintest, das hier wäre nur ein Albtraum. Glaubst du das? Warum solltet ihr alle in meinem Traum sein? Das könnte ich dich auch fragen. Ich weiß nicht, was echt ist. Bist du wirklich Andrew? Ach komm. Aber... Wer sind die Leute auf dem Bild? Vielleicht gab es einen Zeitsprung. Dann sind wir die Leute auf dem Bild. Aber die sind so alt wie wir. So wie es aussieht. Okay. Was ist dann deine Theorie?
Wir sind tot? Das habe ich zu Taylor gesagt. Wir sind alle tot. Er traut sehr um Taylor. Machen wir Pause? Ja. Und jetzt, warte mal, Sammlungen und Charaktere. Ich gehe mal da drauf und guck mal, ob wir das irgendwo sehen. Bei Bilder vielleicht? Oh, bei Andrew muss ich nur noch arrogant wegschalten. Der ist schon fast über dem Berg. Der ist jetzt einfühlsam, liebenswürdig und beruhigend. Geheimnisse Nummer 46. Warte. Ja, da siehst du es. John und Daniel. Daniel war wütend auf John, weil er zögerte, Taylor zu helfen. Na ja, gut, wir müssen uns ja irgendwie mal entscheiden. Bei Andrew brauche ich nur noch ängstlich. Was mache Bilder? Ich Geheimnis, oh, um Gottes Willen, was? Geheimnis, ja, okay. Kursrichtung. Team Taylor hält von nebenan, der Fremde, das kleine. Oh! Ich glaube, wir sind fast am Ende, kann das sein? Wie meinst du das? Oder. Wo ist. Denn? Ach, du meinst wegen den Geheimnis? Nee, wegen der Kursrichtung. Ich bin gerade bei Kursrichtung. Und da sind 8 Dinger und wir haben 7 freigeschaltet. Ja. Okay. Joseph Abraham gegen Mary auszusagen. Das war der Joseph, da war ich gar nicht. So, Daniel und Taylor, naja, geht so. Daniel dankte Taylor von Ständer. Ermutigungsvoll süß. Daniel versperrte Taylor unabsichtlich den Weg, als sie vor den Dämonen flohen. Hä? Daniel stimmte Taylor nicht zu, dass sie die Kirche verlassen sollten. Okay. Mit Angela, okay. Ist viel ruhiger jetzt, wo Taylor weg ist. Okay, also Daniel ist fast über dem Berg, der ist noch arrogant. Das müssen wir ihm noch ausprügeln. Vielleicht mit. Okay, und der Andrew, der ist halt, der Andrew ist immer noch ängstlich. Ängstlich, okay, der muss ein bisschen mutiger werden, sagst du? Ja, denke ich mal, ne? Okay, also Andrew, weniger arrogant. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja. Na gut. Also, sieht echt nicht gut aus. Nee, der hat ja auch eine Wunde und so. Bild hast du aber gesehen, ne? Das Bild? Ja, die Nummer 46 bei Geheimnisse, da kannst du das Bild sehen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, also. So, ein Foto von einer Familie am sonnigen Tag. Diese Gesichter tauchen in der Geschichte von Little Hope wieder auf. Okay. Da sieht die Kleine halt auch gruselig aus, ne? So, blaue Lippen ist nie ein gutes Zeichen. Ja, das ist wahrscheinlich gerade auch kalt. Ja, ein bisschen Blut verloren auch. Ja, wahrscheinlich, ja. Alter, man. Ich gehe jetzt hier weg. Angela. Ich brauche ein Pflaster. Ich weiß. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ich habe meinen Nippel verloren auf der Reise. Huch, wieso geht wieder hoch? Hä? Ja gut, der scheint auch ein bisschen orientierungslos zu sein. Ja, den geht's halt nicht so gut. Oh, hier ist ein Spind. Ich wette, da kommt gar nichts rausgesprungen. Soll ich mal aufmachen? Ah ja, okay. Ja, bitte. Ja. Oh, hä? Was denn? Was ist denn? Ich schnüffle in privaten Sachen rum. Fühlt sich falsch an. Da kannst du gleich auch mal gucken, Hase. Das ist der Freund, ne? Genau, der Freund. Das ist bestimmt der Freund, ne? Da gucken wir mal ganz kurz. Da ist der Freund, aber das Foto von ihr ist weg. Warum? Mysterious. Hast du auf der Rückseite geguckt? Da hatte ich. Tanja und Vince. Und guck mal, sein Symbol ist die Sonne und ihr Symbol ist leider weggerissen. Schade, würde ich gerne wissen, was da steht. So, moin. Hi. Okay. Ich glaube, du musst arroganter werden, um das freizuschalten. Ja, ich glaube nicht, dass wir schlechte Perks sammeln müssen. Ich glaube, wir müssen gute Perks sammeln. Geh mal davon aus, dass das ein moralisches Spiel dich nicht dazu überredet, scheiße zu sein. Wäre auch interessant, aber. Hörst du das? Da unter uns. Wir müssen unbedingt hier raus. Schnell. Er hat bis jetzt noch Glück gehabt, ne? So, hier liegt was. Ich will keine Quicktime-Events. Hier sind Zeitungen. Die gönnen wir uns mal kurz. So.
tragischer Brand durch Kinderspielzeug ausgelöst. Der Auslöser eines schrecklichen Brandes eines Wohnhauses in Little Hope an diesem Wochenende könnte ein Kinderspielzeug gewesen sein. Lieutenant David Farr von der Freiwilligen Feuerwehr Little Hope teilte dem Herald mit, dass der Gasherd in der Küche angelassen und eine Kinderpuppe daneben platziert wurde. Er glaubt, dass die Puppe Feuer fing und vom Herd fiel und dadurch die Küche in Brand setzte. Das Feuer forderte 5 Tote unter der Familie Clark. Ein Überlebender, Anthony Clark, wurde von der Polizei nach Verhaftung wegen Verdachts der Brandstiftung befragt. Die Ermittlungen in Bezug auf das Feuer scheint den jungen Mann aber zu entlasten und er wird heute entlassen. Der Pastor der Familie, Reverend Leonard Carson, L.C. Von der Bischofskirche St. Davids meinte, das Feuer sei eine Tragödie gewesen. Es ist schrecklich, wenn eine Familie auf diese Weise dezimiert wird. Sie hatte es in letzter Zeit nicht leicht, wie so viele andere Familien auch, aber es war eine gute, hart arbeitende und liebevolle Familie und ich habe ihr während dieser Schwierigkeiten beigestanden. Ich glaube, das ist das Problem. Das ist eine Tragödie und hätte nicht so enden sollen. Bis dato wurde noch kein Termin für das Begräbnis festgelegt. Sowohl die Feuerwehr als auch das Büro des Bürgermeisters lobten die Schnelligkeit der Polizeibeamten, die als erstes am Schauplatz eintrafen und verhindern konnten, dass der Brand sein 6. Opfer forderte. Durch das schnelle Denken der Beamten Reynolds und Hoffmanns konnte ein weiterer Tod verhindert werden, empfiehlt der Bürgermeister die beiden Männer für eine Auszeichnung. Marine-Veteranentreffen, pipapo. Okay. Könnte einer der Beamten der Typ mit dem Messer gewesen sein in der Vergangenheit? Könnte sein, aber ich finde es eher krass, dass Anthony überlebt hat. Also quasi ich. Ja, also, dann hast du überlebt, aber du hast dein Gedächtnis verloren, weil du hättest nicht überleben sollen vielleicht. Oh, guck mal hier, Hase. Aber da drüben war noch ein Raum. Oh. Sollen wir mal hin? Ja, auf jeden Fall. Mal eben. Also, Stomm. Oder ist da ja. Komm mit, Hase, zeig dir den Raum. Komm schnell. Ja, dann komm ja mit. Renn doch mal, Hase. Ja, warte, ich beeile mal. Ich renne richtig los jetzt. Guck mal hier. So, warte. Hier ist ein Raum. Da, den habe ich gefunden, den Raum hier. Ist da wieder so ein Arschlochzettel? Achso. Nein. Oh yeah, endlich noch eine Zeitung. Cool, hey. Aber die sind interessant. Ja, das stimmt. Schmusen. Samstag, 18. April. Okay. Schließung der Fabrik in Little Hope. Der Verlust von hunderten Arbeitsplätzen wird die Stadt zugrunde richten. Beinahe 600 Arbeitsplätze werden in Little Hope verloren gehen, wenn die Ravenden Textilfabrik im September ihre Tore an der Harvard Road schließen wird. Von den Entlassungen sind sowohl Beschäftigte in der Hauptfabrik als auch in den Nebenbetrieben der Stadt betroffen. Die Entscheidung wurde am Dienstag von Hazel Carver bekannt gegeben, einer Geschäftsführerin des Familienunternehmens, das seit über 160 Jahren der Hauptarbeitgeber der Stadt ist. Es war eine traurige Entscheidung für uns. Wir betrachten die Arbeiter in der Fabrik als einen Teil unserer erweiterten Familie. Und wir wissen, wie viel Ravenden für sie bedeutet. Ravenden wahrscheinlich. Okay, Hase, ich muss eine Sache sagen. Ja. Wenn man die Charaktere stehen lässt, kommt ja diese Nahaufnahme, ne? Ja. Ich hab die gerade bei Ihnen und es ist so unfassbar. Erstmal, dass der quasi zwischen den Augenbrauen so einzelne Härchen noch hat und dass du den ab und zu siehst, wie er halt so runterschluckt und diese ganz, ganz leichten Barthaare, die nicht richtig rasiert sind, das ist einfach unfassbar. Mit den nassen Augen und so oder mit dem Fettfilm an den Nasenflügeln, das finde ich gerade, boah, bin gerade sehr begeistert davon, ey. Okay. Ah. Wir können das Geschäft nicht weiterführen, unleserlich, das geht noch ein bisschen hier. Gespräch mit der Familie Carver, erklärte McCarthy. Aber während die Töchter empfänglich für die Ideen der Gewerkschaft sind, um die Fabrik zu retten, wurden sie von Bürgermeister Carver stets abgelehnt. Wir wollen eine Partnerschaft mit der Familie, um ihr Unternehmen und unseren Lebensunterhalt zu retten, aber anscheinend will der Bürgermeister keine Partner. Ein weiteres Gewerkschaftsmitglied, das anonym bleiben möchte, brachte seine bittere Meinung zum Ausdruck. Es geht nur ums Land. Die Stadt gehört schon seit Generationen den Carvers. Wenn sie aus dem Land keinen Profit schlagen können, drehen sie die Hähne zu. Da die Fabrik die Haupteinnahmequelle der meisten Familien der Stadt ist, machen sich viele Sorgen um die Zukunft. Die Schließung der Fabrik wird die Stadt zugrunde richten, teilt ein Fabriksarbeiter dem Herald mit. Wir... So, Ferryman, Busfahrer gesucht, volle Ausbildung gewährleistet, Uniform zur Verfügung gestellt, alles klar, okay. So. Ja, gut. Ja. 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 Fürs Vorlesen. Ich glaube, hier ist noch ein Raum. Hier noch? Was ist denn hier hinter der Treppe? Hier ist noch ein Raum. Ich habe noch einen Raum gefunden. Und was ist hinter der Treppe da hinten? Da ist auch noch was. Oh, da bist du gleich auch noch mal hin. Hallo, ich bin Bleich McBleichistan. Oh, mal hier. Oh ja, endlich wieder was lesen. Ah, Fabrikschließung. Ja, leg mal. Ja, endlich wieder was lesen.
East County Commission. Fabrikschließung. Die Fabrik wurde aufgrund der Liquidation von Little Hope Textiles geschlossen. Aufgrund mehrerer Vorfälle seit der Schließung ist der Zutritt der Fabrik untersagt. Versuche, das Gelände zu betreten, werden als kriminelle Verstöße geahndet. Ehemalige Mitarbeiter, die ihr Eigentum zurückhaben möchten, können uns unter Pipapo kontaktieren. 555 Nase. Ich liebe dich, Bro. Ja, ich dich auch. Komm, wir sind alleine. Achso. Ja. Ja, gut. Tu ruhig vor, ja. Es war auch eine schöne Erfahrung. War wunderbar. Bitte bohr ein bisschen in meiner Brustwunde rum. Boah. So, hier ist noch ein Geheimraum. Guck mal, untersuchen. Geheimraum? Oh, da ist ja unser Kollege wieder. Und da habe ich noch was gefunden auf dem Boden. Thomas Wyman. Als mehrere Menschen in Little Hope als Hexen beschuldigt wurden, hatte Thomas den Vorsatz inne. Später bereute er, der Aussage eines Kindes so viel Gewicht beigemessen zu haben. Die aktuelle Fabrik wurde auf dem ehemaligen Wohnsitz Wymans gegründet. Oh. Aber was siehst du da? Ja, hier, nimm. Ach so, muss ich das umdrehen jetzt, ne? Ja. Ah, okay. Ich dachte schon so, hä? Der Patex hinten drauf. Du kannst das Bild auch noch angucken. Ja, ich sehe ihn gerade. Warte, ich habe noch einen Brief gefunden oder irgendwas. Ja, der guckt sich halt immer das oben an. Komm, weg. So, Sammel Notchet. Okay, Leviston. 1693, so lange steht die Fabrik aber noch nicht hier, ne? Nachdem ich den Brief von Captain Bond beziehentlich der Vorfälle in Little Hope gelesen und die Anträge der Einwohner gehört habe, möchte ich mit diesem Schreiben meine Betroffenheit ausdrücken. Pastor Carvers Lehren wichen von wahrem Glauben und Frömmigkeit ab. Sein Geist entfernte sich von der Gemeinschaft der Heiligen und gab sich über viele Jahre der Sünde hin. Also der Pastor, ne? Der Reverend. Nachforschungen sollen hinsichtlich seiner früheren Taten angestellt werden, die die Stadt infiziert und verdorben haben. Ich bitte darum, einen Beirat zu gründen, um den Geschehnissen des letzten Jahres samt der Beteiligung des Mädchens auf den Grund zu gehen. Untertänigst Toss Wyman Richter. So, warte. Das ist ein gut Geheimraum. So, willst du mal nach oben oder so? Nee, da kamen wir. Haben wir alles? Ja, ich glaube, wir haben alles. Jetzt können wir zu den Pfeilen gehen. Okay. Ich gucke mich trotzdem noch ein bisschen um hier immer. Da ist nichts. Die Zeitung hatten wir. Und warte mal. Ja. Okay, ist nichts. Okay. Alles gut. Let's go. Gut, dann drücke ich mal, ne? Jo. Was war das denn? Gegähnt. Ach so. Hilf mir mal. Ja, helf doch mal, Hase. Ich stehe neben dir. Bei was? Hä? Was soll das? Ich gehe hier hin, du da drüben. Du bist nicht ganz tot. Dann schieben wir. Gut. Geht mein Daumen, und wieder wehtun. Los! Wow. Oh, shit! Ah! Hase. Entschuldigung, ich habe leicht Übergewicht vorne. Hey, was alles gut Gene bei dir? Oh. Hilfe! Fuck! Schnell! Zu!
Daniel! Oh Gott. Alles hinbekommen. Aber holy fuck. Los jetzt, bevor noch was passiert. Ja, Kurt. Sieht echt aus wie Kurt. Ja, schön. Das war immer alleine da, ne? Ja! Seid ihr das? Andrew? Achso, du siehst das nicht, ne? Hey, soll ich mich nochmal muten? Hey! Ja, komm, wir muten uns nochmal, weil ich bin jetzt gerade einzeln, ne? Bis gleich. Bis gleich, bis gleich. So. Okay, ich will ganz... Achso, nee, ich kann jetzt nicht ins Menü gucken, weil die Pan sonst auch pausiert. Kann es sein, dass Arroganz in dem Fall sowas ist wie Egoismus? Warum komme ich nicht weiter? Dass Arroganz in dem Fall sowas war wie Egoismus? Ich gehe durch den Wald. Mir ist gar nicht so kalt. Klar, ich habe noch Zeit, alles zu lesen. Das ist eine gute Idee. Lang und Abrams, Rechtsanwälte. Unleserlich 77, gutes Jahr. An Frank McCarthy. Sehr geehrter Herr McCarthy, nach unserem Gespräch letzte Woche haben wir erfahren, dass... Konsortium nicht in der Lage war, die Finanzen für den Abschluss des Geschäfts mit der Familie Carver zum Kauf von LHT Limited und dem Grundstück rund um die Fabrik aufzubringen. Andrew! Hey! Leute! Warum? Bin hier oben! Warum? Ich wollte noch lesen! Mann! Schön, euch zu sehen! Immerhin sieht jetzt noch jemand aus wie frisch aus dem Sumpf. Hallo. Hallo Hase, da bist du ja wieder. Ja, ich konnte wieder was nicht lesen. Echt wurde, jetzt? Ja, wurde wieder abgebrochen. Oh Gott. Ich hatte keine Pfeile, Hase. Ich hatte keine verdammten Pfeile. Ich weiß nicht genau. Vielleicht ist es einfach getimed, dass man nicht lesen darf. Hat jemand von euch Mary gesehen? Tut mir leid. Noch nicht. Ich bin einfach nur gelaufen. Kannst du nichts dafür. Warte mal, hier ist Motorhaube. Zieh ich mir beide nach Kacke. Alter. Wie viel Dreck habe ich denn jetzt in der Zwischen an der Hand? Die Sonne schon wieder. Oh, das ist ein Auto, ne? Das ist das Auto von Freund. Das kann sein Freund. Das müsste das Auto sein. Und da hinten, Kofferraum. Ja. Gönn dir mal. Ich gönn mir richtig hart jetzt. Ein Fredo. Nett. Ich versuche das zu vergessen. Willst du das mal vorlesen? Ja, klar, das ist ein Hobby. Aber ich komme noch nicht ran, weil du stehst davor. Ja, warte. Du kannst immer so schön lesen, Hase. Ja, juhu. Warte. Vince? Nein, das ist ein Freund. Brenne in der Hölle. Entlassen. Herr Clark wurde gestern aus der Polizeidienststelle Little Hope entlassen. Ein Strich wurde unter den tragischen Fall des Wohnungsbrandes der Familie Clark gezogen. Schaulustige beobachteten, wie Anthony Clark, der einzige Überlebende des Feuers, das Polizeigebäude verlassen durfte. Donnerstagnachmittag. Ein Schaulustiger zur Situation. Der arme Kerl. Wahrscheinlich macht er gerade die Hölle durch. Der Herald forderte Herrn Clark zu einem Kommentar auf, aber er gab Clark die Schuld am Feuer, welcher eine Schachtel Streichhölzer in der Hand hielt, als er am Schauplatz gefunden wurde. Beim Verlassen der Polizeidienststelle Little Hope konnte man hören, wie Passanten Clark zuriefen, er solle in der Hölle brennen. Das ist natürlich hier oben. Clark. Okay. Was fehlt Angie für einen Perk? Kann ich mal kurz gucken? Ja, warte, dann guck ich auch mal. Wir sind immer noch arrogant und ich habe Nasenbluten inzwischen auch. Boah, spöttisch. Was ist das Gegenteil jetzt von spöttisch? Boah, also ich muss so pinkeln, ne? Oh mein Gott. Düster bin ich nicht. Liebenswürdig bin ich leider nicht. Aber ich war auch die ganze Zeit scheiße. Also der Charakter war die ganze Zeit scheiße. Geh mir auch im Sack. Bei mir steht spöttisch. Was will das Spiel jetzt von mir? Boah, ich will spöttisch mit dem Schloss? Die Schlosssachen muss man loswerden, glaube ich. Bin mir ziemlich sicher. Das heißt, ich muss das Gegenteil von spöttisch sein? Ja, oder ich glaube schon. Unspöttisch, wie man so weiß. Ach so. Und ich würde gerne hier, die Arroganz würde ich gerne ablegen, aber es geht einfach nicht. Ich bin einfach ein geiler Typ. Der Beste eigentlich.
Ja, ist schade. Können wir kurz eine Pause machen, damit ich im Pinkeln gehen kann? Willst du pinkeln gehen? So lange schon, ey. Ich dachte, das geht nur 2 Stunden. Aber weiter. Ach so, ja, Entschuldigung. Ich bin ja noch im Menü und so. Mal gucken, was passiert. Ja, ist eine schöne Karre. Echt cool gemacht. Also bin ich sehr stolz auf das Ding. Sag mal, Kurt Krömer. Ach, guck mal, wer da hinten steht. Siehst du sie? Hey! Hallo! Sag mal, Kurt Krömer hatte noch gar nichts, ne? Oh. Hey, Hase! Nee, der hatte noch nichts. Da bewegt sich was! Was auch passiert, wachsam bleiben. Alter, das muss doch nicht sein. Solange ihr lebt, ist niemand in Little Hope sicher, Joseph. Drum müsst ihr sterben. Selbst euer Weib Amy machtet ihr zu einer Teufelsbuhle. Verdammt mit euch. Doch wagt es nicht, meine Frau zu schmähen. Ihr widersetzt euch noch? Ich muss euch den Teufel austreiben, um uns zu schützen. Das betötet das ganze Dorf. Wen schützt ihr schon? Joseph, entsagt ihr dem Teufel und all seinen Werken. Ich sündigte nicht. Ich bin kein Diener des Teufels. In unserer Stadt herrscht der Wahnsinn. Und Schuld ist die Satansbrut. Mary. Wir müssen das stoppen. Komm schon, hilf mir! Seht, nun besteht kein Zweifel mehr. Dies ist Hexerei. Mehr Steine! So zermalmen wir den Teufel in ihm. Zaudert nicht! Das Schicksal von Little Hope hängt davon ab! Ach, die können die aber einfach hochheben, klar! Ich hätte konfrontieren sollen, aber ich wollte ihnen halt helfen! Er stirbt genauso. Auch er wird wieder zerquetscht. Er wird wieder zerquetscht, Mann. So wie er schon beim Haus zerquetscht wurde. Wir können wenigstens einmal irgendwie helfen.